So, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Auftakt der Klausurtagung hier im wunderbaren Schmallenberg begrüße ich ganz herzlich Friedrich Merz und Alexander Dobrindt. Herr Merz, bitte. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen hier im Hochsauerlandkreis in der Stadt Schmallenberg. Nachdem wir im letzten Jahr der Einladung von Alexander Dobrindt gefolgt sind und in seinen schönen Wahlkreis nach Weilheim gekommen sind, am Fuße der Zugspitze, habe ich den geschäftsführenden Fraktionsvorstand eingeladen, an den Fuß des Rothaargebirges zu kommen, hier in diese schöne Stadt Schmallenberg. Der Hochsauerlandkreis ist mein Bundestagswahlkreis. Das sind 12 selbstständige Städte und Gemeinden, die in diesem Wahlkreis liegen. Schmallenberg ist eine davon. Die Stadt ist mit über 300 Quadratkilometern die flächenmäßig größte Stadt des Landes Nordrhein-Westfalen. Und Sie sehen ja ein bisschen hier an der Umgebung sehr viel Natur und Landschaft. Aber diese Region ist eine Industrieregion. Es ist eine Industrieregion im Grünen. Ökonomie und Ökologie ist hier schon seit Jahrhunderten ein Thema. Wir verbinden hier Arbeitsplätze in der Industrie mit einer gesunden, auch von Land- und Forstwirtschaft geprägten Landschaft. Wir werden uns heute genau über diese Themen auch unterhalten. Wir bereiten uns auf die Haushaltswoche vor in der nächsten Woche. Wir bereiten uns aber auch auf die Themen der nächsten Wochen und Monate vor. Und eines der Themen wird sein, dass wir über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sprechen wollen. Nicht nur mit Kritik an der Ampel, das machen viele, wir auch und auch zu Recht. Wir werden uns aber auch mit vor allem der Frage beschäftigen, wie wir denn nach unserer Vorstellung aus dieser schwierigen Lage, in der wir im Augenblick sind, herauskommen. Ich sage es mal mit meinen Worten, das Wachstumsoriginal in Deutschland sind wir, die CDU und die CSU. Wir haben in schwierigen Zeiten in Deutschland immer bewiesen, dass wir eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik können. Die Zeiten sind schwierig, es kommt eine weitere große Herausforderung hinzu, das ist der Klimawandel, den Sie übrigens hier in der Region auch sehen. Wir haben es hier auch mit erheblichen Schäden, insbesondere in der Forstwirtschaft, zu tun. Wir wissen, was Klimawandel konkret bedeutet. Aber gerade weil wir es wissen, werden wir Antworten geben, die eben nicht nur einseitig auf den Klimawandel setzen, sondern Antworten, die Wirtschaft, Energie und Klima zu einer Einheit verbinden und dies auch als Einheit verstehen, marktwirtschaftlich, ordnungspolitisch richtig. Und das Ganze so, dass wir auch Wachstumschancen gerade mit neuen Technologien sehen und dass wir uns darüber unterhalten, wie wir denn die Bedingungen dafür verbessern können, dass Wachstum und Beschäftigung in Deutschland auch mit dem Klimawandel in Zukunft möglich bleiben, Industrie möglich bleibt. Wir sind ein Industrieland, nicht nur der großen Industrie, sondern auch der mittleren und der kleinen Industrie. Und gerade eine solche Region wie die ist der Beweis dafür, dass eben kleine und mittlere Unternehmen aus der produzierenden Industrie Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen können. Dabei muss es in Deutschland bleiben. Und ich werde dem Geschäftsführer und Fraktionsvorstand auch ein paar Gedanken vortragen, wie wir aus der gesamten CO2-Diskussion statt einer Schadstoffdiskussion eine Rohstoffdiskussion machen können. Und das sind die Themen, über die wir sprechen. Wir werden auch ein umfassendes Papier dazu verabschieden, nachdem wir es im Geschäftsführenden Vorstand beraten haben. Wir werden Gäste haben. Frau Köcher wird dabei sein per Videokonferenz, dann aber Jens Weidmann heute Nachmittag. Und wir werden auch über die wirtschaftlichen Entwicklungen mit ihm sprechen. Morgen ist Herr Masala da und wir werden mit ihm auch über die gesamten Fragen der Sicherheit sprechen. Die Überschrift wird lauten: Frieden sichern und Wohlstand erhalten. Das sind die Aufgaben, denen wir uns stellen. Und darüber werden wir diskutieren. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich insbesondere, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion der CSU dabei sind. Lieber Alexander, herzlich willkommen im Hochsauerlandkreis. Herzlichen Dank, lieber Friedrich Merz, für deine Einladung hier in deinen Wahlkreis. Meine Damen und Herren, der Therapiesitzung von Meseberg stellen wir die Tatkraft von Schmallenberg entgegen. Die Ampel, sie wird zum Wohlstandsrisiko für Deutschland. Wer am Tag
der Ernennung von Olaf Scholz zum Bundeskanzler seinen Wocheneinkauf gemacht hat für 100 Euro. Der muss heute, wenn er seinen Wocheneinkauf macht, 130 Euro ausgeben. Und daran sieht man, Deutschland befindet sich in einer Abwärtsspirale von Inflation, Rezession und auch heute sehr deutlich steigender Arbeitslosigkeit. Und die Ampel hat wiederum den Zeitpunkt verstreichen lassen, für die zweite Jahreshälfte die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Anstatt Wirtschaftsimpulse, notwendige Wirtschaftsimpulse und Entlastungen zu geben, hat die Ampel über Cannabisfreigabe, Selbstbestimmungsgesetz, doppelte Staatsbürgerschaft gesprochen und Entscheidungen getroffen, die aber den Herausforderungen, den aktuellen Herausforderungen Deutschlands schlichtweg nicht gerecht werden. Wir reden hier in Schmallenberg über die notwendigen Entscheidungen, die es braucht, um aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen. Es braucht dringende Wirtschafts- und Wachstumsimpulse, nicht nur für Industrie, sondern für den ganzen Mittelstand. Und deswegen geht es darum, als erstes die Energiepreise zu senken. Das heißt, die Energiesteuern auch auf das Minimum herunterzuführen und nicht nur die Industrie, sondern den ganzen Mittelstand an der Stelle zu entlasten. Es braucht eine Steuerfreiheit für Überstunden, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer Mehrleistung auch mehr in der Tasche haben. Und es braucht gegen diese Inflation, die auch in diesem Monat nach wie vor hoch ist, eine klare Entscheidung für die Reduzierung der Mehrwertsteuer bei den Grundnahrungsmitteln. 0% Mehrwertsteuer bei den Grundnahrungsmitteln wäre notwendig, um gegen diese Inflation entsprechend anzutreten. All diese Entscheidungen hat die Ampel missen lassen. In Meseberg und auch in den letzten Wochen nach der Sommerpause. Und auch notwendige Entscheidungen, die die Migration anbelangt, sind auch jetzt wieder nicht von der Ampel getroffen worden. Die Migrationszahlen sind nach wie vor deutlich steigend. 175.000 jetzt letztlich von Januar bis Juli. Das heißt, die Prognosen gehen auf über 300.000 in diesem Jahr. Das bringt die Kommunen vor nahezu unlösbare Probleme in Teilen. Und es ist dringend geboten, dass notwendige Entscheidungen von der Bundesinnenministerin getroffen werden, wie zum Beispiel die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, wie zum Beispiel die Verteilung nur derjenigen, die eine positive Bleibeperspektive haben. Und die Beendigung der Blockadehaltung in Europa, was das Außengrenzverfahren anbelangt. Über all diese Fragen werden wir hier beraten und Entscheidungen treffen. Dann haben wir noch einige Fragen. Ich bitte darum, dass Sie die Fragen laut stellen. Wir legen los mit Herrn Strauß und dann Frau Früh auf. Herr Merz, können Sie noch mal was zum Thema Industriestrompreis sagen? Ja. Er wird ja in der Koalition gestritten. In der Union ist das Meinungsbild dazu auch nicht einhellig. Also können Sie für Klarheit sorgen? Ja, das ist kein Problem, Herr Strauß. Wir werden das hier heute auch noch mal besprechen und auch abschließend formulieren. Wir werden noch einmal darauf hinweisen, dass die künstliche Verknappung des Stromangebotes durch die willkürliche Stilllegung der Kernkraftwerke ein schwerer politischer Fehler war. Wir hätten dadurch deutlich mehr Erzeugungskapazitäten am Netz gelassen. Wir werden noch einmal über die Frage, Alexander Dobrindt hat es gerade schon angesprochen, der Stromsteuer und der Leitungs- der Netzentgelte sprechen und vorschlagen, sie zu senken. Sämtliche Quellen ausschöpfen, bis hin zum Thema auch der regenerativen Energien und nicht nur einseitig auf Wind und Sonne zu setzen. Also zum Beispiel Biomasse, hier in der Region ein großes Thema für viele Betriebe, die das mit Biomasse könnten. Da ist der Deckel immer noch drauf. Und dann sprechen wir auch, wenn es notwendig sein sollte, über einen Brückenstrompreis. Es hat entsprechende Vorschläge auch gegeben, die wir mit dem hessischen und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Boris Rhein und Henrik Wüst auch so abgesprochen haben. Das könnten wir uns vorstellen. Aber das Wichtigste ist, dass die staatlichen Lasten, die heute schon auf dem Strom liegen, gesenkt werden, bevor zusätzliche Subventionen gezahlt werden. Nächste Frage, Frau Frühauf von der ARD.
Herr Merz, Herr Dobrindt, Sie sprechen heute über das Thema Wirtschaft, morgen über das Thema Außenpolitik. Was sind Ihre konkreten Vorschläge beim Thema Sozialpolitik? Wir haben eine intensive Diskussion in der Bundesregierung über diese sogenannte Kindergrundsicherung. Wir sehen die Situation der Familien, insbesondere derer, die in schwierigen Einkommensverhältnissen leben. Das sind ja auch häufig Alleinstehende, vielfach Frauen mit Kindern. Wir sehen die Probleme dort. Wir sagen allerdings auch, immer höhere Transferleistungen führen nicht zur Lösung der Probleme. Sonst hätten wir sie in diesem Umfang heute auch gar nicht. Sondern wir müssen sehr viel stärker in die Bildung investieren. Und unsere absolute Priorität ist nicht immer höhere Transferleistungen, sondern unsere absolute Priorität ist Investitionen in die Bildung, in die Köpfe, in die Ausbildung der Kinder. Der wesentliche Grund, warum so viele Familien in so prekären Verhältnissen sind, ist die mangelnde Bildung. Und mehr Geld für die Eltern ist der eine Weg, den geht die Koalition. Mehr Bildung für die Kinder ist unser Weg und den gehen wir. Sozialpolitik muss wieder viel stärker als Chancenpolitik begriffen werden. Nicht nur Transferzahlungen, sondern es geht darum, den Menschen Chancen zu vermitteln. Und das heißt natürlich, die Ausbildung zu stärken, dafür zu sorgen, dass die nötigen Arbeitsplätze auch zur Verfügung stehen. Es wird in den nächsten Monaten noch mal viel, viel deutlicher werden, dass diese Politik jetzt Langzeitarbeitslosigkeit zementieren wird und den Leuten viel weniger Chancen gibt, auch aus Langzeitarbeitslosigkeit wieder herauszukommen. Das heißt, diese einseitige Festlegung der vergangenen 2 Jahre, Sozialpolitik ist das Verteilen von neuen Geldern, das muss auch aufhören. Wir müssen wieder über diese Chancen reden. Und wir müssen übrigens auch einen breiteren Begriff in einer Inflationszeit über Sozialpolitik annehmen. Die Senkung bei der Mehrwertsteuer beispielsweise ist nicht nur eine wirtschaftspolitische, sondern auch eine sozialpolitische Maßnahme. Herr Blank, bitte. Ja, Herr Merz und Herr Dobrindt, eine Frage an Sie beide. Ist Herr Aiwanger in Bayern noch zu halten als stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister? Und wie beurteilen Sie das Krisenmanagement von Herrn Aiwanger in dem Fall? Seitdem diese Vorwürfe öffentlich geworden sind, muss ich sagen, bin ich einigermaßen sprachlos über das, was da publiziert worden ist, was da offensichtlich stattgefunden hat. Ich empfinde diese Sprache als vollkommen unangemessen. Ich empfinde das als verstörend, irritierend, dass sowas überhaupt stattgefunden hat. Wie Herr Aiwanger damit umgeht, muss er entscheiden. Welche Schlussfolgerungen es daraus gibt für die Bayerische Staatsregierung, muss dort entschieden werden. Ich hoffe nur, dass Herr Aiwanger die Vorwürfe schnellstmöglich vollständig ausräumen kann, erklären kann. Ich finde es im höchsten Maße verstörend, belastend und auch erschwerend für die gesamte politische Kultur in diesem Land. Das ist eine höchst unschöne Situation. Und die bisherigen Erklärungen reichen auch schlichtweg nicht aus. Robert Aiwanger ist aktuell aufgefordert, dass er weitere Erklärungen dazu abgibt. Das ist seine Aufgabe, hier gegenüber der Öffentlichkeit auch Stellung zu beziehen. Auch übrigens über Sätze, die er gestern gesagt hat, die Interpretationen ermöglichen, über die ich, als ich es gehört habe, sehr irritiert war. Und dabei zu einem fairen Verfahren gehört, dass er die Möglichkeit hat, dazu ausreichend Stellung zu nehmen. Aufgefordert ist er. Und deswegen werden wir jetzt auch diese Stellungnahme von ihm abwarten und sie entsprechend dann auch politisch bewerten. Herr Doll von der Welt, bitte. Herr Merz, Herr Dobrindt, eine Frage an Sie beide. Die unionsregierten Bundesländer hätten im Bundesrat die Chance, das Wachstumschancengesetz zu blockieren. Werden Sie das tun und wenn ja, warum? Und eine Anschlussfrage an das heutige Papier. Wir hatten ja schon ein 5-Punkte-Papier zur Wirtschaft, dann hatten wir noch ein Wirtschaftspapier, jetzt haben wir ein 3. Papier. Ich komme jetzt durcheinander. Warum so viele Papiere? Danke. Ich kann das relativ einfach machen, Herr Doll. Wir versuchen das immer weiter auch zu verdichten, zu konkretisieren, sehr viele Punkte konkret nochmal auszuformulieren. Das machen wir mit diesem Papier. Es gibt ja immer wieder auch neue Fragen, die dann auch beantwortet werden müssen. Also zum Beispiel die Frage mit dem Industriestrompreis. Darüber beraten wir heute.
Und wir wollen eben einfach nochmal in die Tiefe gehen. Wir werden auch hinzufügen jetzt einen Abschnitt zum Thema Wohnungsnot in Deutschland, Eigentumsbau. Und wie dann im Bundesrat über das sogenannte Wachstumschancengesetz der Koalition entschieden wird, ist nicht meine Sache zu beurteilen oder gar dazu aufzufordern, es abzulehnen. Das tue ich nicht. Ich höre nur bereits aus der SPD, dass es dagegen Widerspruch gibt. Der Bremer Bürgermeister hat sich ja bereits zu Wort gemeldet. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung sich vor ihrer Beschlussfassung mit den Ländern hinreichend abgestimmt hat. Aber das ist das Problem der Bundesregierung. Wir befassen uns mit diesem Thema im Bundestag. Im Bundesrat muss dann entsprechend beraten und entschieden werden. Es macht den Anschein, dass die Streitampel ihren Streit über das Wachstumschancengesetz aus der Bundesregierung jetzt in den Bundesrat hinein verlagert. Möglicherweise ist das auch schon mit Ansage passiert oder zumindest kalkuliert so von einem oder zwei Koalitionspartner passiert. Wir werden diese Debatte weiter verfolgen. Ich sage aber auch ausdrücklich dazu, dass dieses Wachstumschancengesetz nicht im Ansatz ausreichend ist für die aktuelle Lage und wesentliche Teile der wirtschaftlich notwendigen Impulses dort ausgeklammert oder nicht geregelt sind. Und Herr Doll, je weniger die Ampel den wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland Rechnung trägt, umso mehr werden Sie von uns darüber hören, auch mit Papieren. Noch zwei Fragen machen wir. Herr Wiederwald vom WDR, bitte. Herr Merz, auch nochmal anschließend an das gerade Gesagte. Sie haben gesagt, Sie möchten das nochmal konkretisieren. Das würde ich mir auch gerne einmal wünschen. Was genau ist das, was Sie an Wirtschaftspolitik machen wollen, anders als das, was die Ampel tut? Die Ampel verabschiedet ein Wachstumspaket. Sie sagen, das ist zu wenig, beziehungsweise wir wollen auch Wachstum. Ja. Wir sind die eigentliche Partei des Wachstums. Die Ampel sagt, Strompreise eher nein. Sie sind auch nicht so wirklich dafür. Wo ist der Unterschied? Ich werde das nach den Beratungen noch mal etwas ausführlicher sagen, weil ich dem nicht vorgreifen will. Aber ich habe es eben schon mal angedeutet. Wir müssen ja mal versuchen, das ganze Thema Wirtschaft, Energie und Klima in einem Gesamtzusammenhang politisch konzeptionell zu bearbeiten. Wir haben ein wirkliches Problem mit dem großen Thema Klimawandel. Aber es eben nur auf die Verbote und auf die Regulierung zu reduzieren, ist und kann nicht unsere Antwort sein. Ich möchte die Fraktion und auch die Partei dahin bringen, und wir haben mit diesem Zukunftskongress im April ja bereits angefangen, das Thema so zu bearbeiten, dass wir die gesamte CO2-Debatte nicht mehr nur als eine reine Schadstoffdebatte führen, sondern dass wir über Kreislaufwirtschaft, über Recycling, über CCS, CCU, die kennen die Stichworte alle, sprechen und daraus eine Technologieoffensive werden sehen, wo deutsche Unternehmen Technologien entwickeln und auf den Weg bringen, die dieses Problem helfen zu lösen. Raus aus den Verboten, rein in die Ermutigung und Ermunterung mit neuen Technologien. Und das wird aus meiner Sicht wirklich ein Paradigmenwechsel auch in unserer Wirtschaftspolitik sein. Wir reden nicht mehr nur über Wachstum und Steuern und diese Themen, alle wichtig, sondern wir müssen es im Zusammenhang sehen mit den großen Chancen, die sich mit den neuen Technologien ergeben. Und ich möchte, dass wir die in Deutschland sehen und nicht nur in Amerika, in China, in Norwegen, in Finnland. Die müssen hier stattfinden, und dazu werde ich ganz konkrete Vorschläge machen. Der Inhalt dieses Wachstums, sogenannten Wachstumschancenpaketes, rechtfertigt ja den Titel in keinster Weise. Wird davon gesprochen, dass man eine Entlastung für diese Unternehmen an der Stelle oder für Unternehmen an der Stelle schafft. Die findet sich kaum wieder in diesem Papier. Das größte Wachstumshemmnis zurzeit, die Energiepreise, werden in keinster Weise angegangen. Wir erleben zurzeit den größten Kapitalabfluss aus Deutschland heraus seit Jahrzehnten. Dem wird mitnichten Rechnung getragen. Und wenn der Kapitalabfluss weiterhin so bleibt, Investitionen in weit entferntem Ausland stattfinden, von deutschen Unternehmen heraus bis in den Mittelstand hinein, weil das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit Deutschlands durch diese Ampel schwindet, dann wird sich auch kein Wachstum einstellen, sondern die Rezession wird sich stärker einfressen. Es gibt eine aktuelle neue Umfrage, über die werden wir auch hier auf der Klausur sprechen, die belegt, dass wir die pessimistischsten Zukunftsaussichten, was die wirtschaftliche Stärke Deutschlands anbelangt, seit Jahrzehnten zu verzeichnen haben. Aktuell glauben nur noch 20% der Bürger daran, dass Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren wirtschaftlich an Stärke zunehmen wird.
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren es nahezu 2/3 der Bevölkerung, die grundsätzlich daran geglaubt hat, dass Deutschland wirtschaftlich stärker werden kann. Und dieser dramatische Abfall, der in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat, durch diese vermurkste und verkorkste Politik der Ampel, die lässt sich jetzt auch eindrucksvoll anhand dieser Zahlen belegen. Und deswegen haben wir auch Frau Köcher eingeladen, um genau über diese demoskopischen Zahlen, über diese Elemente, Einschätzung der Bevölkerung, aber auch vor allem der Wirtschaft über die Lage und über die zukünftigen Erwartungen, über die werden wir intensiv uns auch auseinandersetzen, weil ein Land, das den Glauben an die eigene Stärke verliert, das wird sich natürlich auch unglaublich schwer tun, aus so einer Depression, die dann entsteht, wieder herauszukommen. Letzte Frage, Hinterleitner vom ZDF, bitte. Ja, Herr Merz, die Ampel hat ja auch diverse Sozialpakete in Meseberg beschlossen. Die Union hat das als zu teuer kritisiert. Nun gibt es ja wachsende Armut. Was wäre die Sozialpolitik der CDU? Was setzen Sie dem, was dort beschlossen wurde, konkret entgegen? Mhm. Die zentrale sozialpolitische Frage unserer Zeit ist Bildung. Und wir haben ja gerade heute wieder die neueste Studie, die letzte, wird nicht die letzte sein, aber die Studie gesehen zum Thema Stand der Bildung und Ausbildung in Deutschland. Der Befund ist einfach deprimierend und dafür müssen wir mehr tun. Wenn wir raus wollen aus dieser Abwärtsspirale, dass Kinder immer häufiger auch in der zweiten, dritten Generation in der Arbeitslosigkeit bleiben, dann müssen wir da ansetzen. Und ich will vielleicht noch einen Satz hinzufügen. Die hohen Transferleistungen, auch die der Bundessozialminister jetzt angekündigt hat für das Bürgergeld im nächsten Jahr, werden weiter dazu führen, dass viele private Haushalte sich genau ausrechnen, ob es sich überhaupt noch lohnt zu arbeiten, wenn die Transferleistungen höher sind als die Löhne nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Hier stimmt die ganze Statik unseres Sozialstaates nicht mehr. Und darauf werden wir auch uns ausrichten und darüber werden wir sprechen. So, ganz herzlichen Dank. Nochmal willkommen hier im Hochsauerlandkreis. Fühlen Sie sich wohl. Wir tun es schon. Danke. Bis demnächst. Ja.